Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute in der Pressekonferenz von BVB Freie Wähler. Mit mir heute dabei unser wirtschaftspolitischer Sprecher Philipp Zeschmann. Zunächst einige kurze Ausführungen zur am Donnerstag stattfindenden Wahl der Landesverfassungsrichter. Sie wissen, dass unsere Fraktion einen Bewerber ins Rennen schickt, Thomas Gerald Müller, Rechtsanwalt und Unternehmer aus Kleinmachnow. Wir wollen als BVB Freie Wähler damit deutlich machen, dass wir einen guten, qualifizierten, charakterlich wie auch beruflich und auch fachlich integren Menschen vorschlagen und insbesondere auch denken, hoffen, dass nach der sehr qualifizierten Anhörung, wo er sich gut präsentiert hat, auch die Möglichkeit entsteht, eine Mehrheit für diesen Wahlvorschlag zu bekommen. Sie wissen, dass das Landesverfassungsgerichtsgesetz vorsieht, dass anzustreben ist, dass die politischen Kräfteverhältnisse angemessen repräsentiert sind. Wenn wir uns ansehen, die politische Stärke von BVB Freie Wähler zählt dabei der Landtag, aber nicht nur der Landtag, sondern auch die Kreistage, die Gemeinden. Und wenn man das in Summe betrachtet, glauben wir schon, dass wir zu Recht den Anspruch erheben, einen Kandidaten zu stellen, eine Person zu stellen. Sie wissen, dass in der letzten Wahlperiode wir schon mal einen Bewerber gestellt haben, die gleiche Person. Damals war das eher ein Symbol sozusagen, hat ein recht gutes Ergebnis bekommen. Diesmal haben wir das Ziel, den Anspruch, die Hoffnung, dass es uns möglich ist, diese wichtige Funktion zu besetzen. Wir stellen jemanden auf, der parteipolitisch nicht bei uns in einer Funktion steht, kein Mandat hat, auch kein Amt in der Partei bekleidet, im Landesverband, in der politischen Vereinigung bekleidet, insofern parteipolitisch neutral sich dort wird verhalten können und aufgrund seiner fachlichen, juristischen und beruflichen Expertise und auch Lebenserfahrung dort sich einbringen wird können, um damit auch die nötige Unabhängigkeit in der Entscheidungsfindung auch zu wahren. Er ist 43 Jahre alt. Er hat heute nochmal Vorstellungsgespräche, wenn man so will, in verschiedenen Fraktionen hier. Und so gehen wir mit der Hoffnung ran, am Donnerstag die nötige Zweidrittelmehrheit, die sicherlich eine sehr große Hürde darstellt, zu meistern. Wenn uns das als kleine Fraktion gelingt, dann, glaube ich, ist das auch ein großes Zeichen und auch ein angemessener Schritt, auch Vertreter unterschiedlicher politischer Strömungen sozusagen dort zu repräsentieren. Und deswegen unser Vorschlag Thomas Gerald Müller, der als Nachfolger für den ausscheidenden Verfassungsrichter Lammer unsererseits vorgeschlagen wird. Die steht am Donnerstag zur Abstimmung. Inhaltlich ist einer unserer Schwerpunkte diese Woche, und deswegen ist Philipp Zeschmann mit dabei, die Auswertung unserer großen Anfrage Qualitätsmanagement, die wir vor einigen Monaten eingereicht haben, sehr komplex. Und die Debatte hierzu wird stattfinden am Mittwoch, verbunden mit einem Entschließungsantrag von uns, nämlich Checkliste für Industrieansiedlungen, was uns sehr, sehr am Herzen liegt. Und die thematische Zusammenfassung und dann Darstellung des Entschließungsantrages macht jetzt unser wirtschaftspolitischer Sprecher Philipp Zeschmann. Bitte schön. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Die große Anfrage, die wir im Frühherbst letzten Jahres eingereicht haben, heißt ja im Original vom Titel her Qualitätsmanagement in den dienstleistenden Verwaltungen des Landes Brandenburg im Umgang mit Industrie- und Gewerbeansiedlungen. Und wir haben das natürlich anlässlich der Ansiedlung von Tesla gemacht, aber nicht nur. Ein gewisser Schwerpunkt der Fragen bezieht sich auf verschiedenste Problemstellungen und Dimensionen in der Ansiedlung bei Tesla. Aber es geht eben auch grundsätzlich darum, wie die Landesverwaltung mit Ansiedlung, mit Industrieansiedlung umgeht. Und ich fange mal damit an. Das bezieht sich dann auch schon auf unseren Entschließungsantrag. Sie haben ja bestimmt alle noch in Erinnerung, dass wir im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte vielfältige größere Ansiedlungen in Brandenburg hatten. Das war mal die Sache mit dem Cargolifter, dann gab es Chipfabriken, dann gab es Solarfabriken, die oftmals gescheitert sind oder nach kurzer Zeit insolvent gegangen sind. Sicher gab es da verschiedene Problemstellungen. Und bei Tesla ist es eben auch so, dass ich sag mal, nachdem das Ganze angestoßen wurde, doch eine Vielzahl von Problemstellungen gezeigt hat, die man aus unserer Sicht hätte vermeiden können und damit das Ganze auch schneller und effektiver hätte gestalten können, wenn man systematisch Sachen im Vorfeld abprüft. Und es gibt ja auch in anderen Bundesländern vielfältige Qualitätskriterien in dieser Hinsicht. Und wenn Sie auf unseren Entschließungsantrag mit der Drucksache Nummer 3051 schauen, dann sehen Sie, dass es darum letztendlich geht, ich sag mal, zukünftig Fehler zu vermeiden, die man doch in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten in Brandenburg offensichtlich des Öfteren mit ansehen musste, weil letztendlich jede gescheiterte Ansiedlung, aus welchen Gründen auch immer, führt ja in der Regel auch dazu, dass entsprechende Fördergelder, die ja letztlich von uns allen als Steuerzahler aufgebracht werden, ich sag mal, im märkischen Sand versickern. Und das wollen wir, denke ich, alle nicht. Das heißt, es geht letztlich um die Frage, wie schaffen wir es in Zukunft, Industrieansiedlungen von vornherein
sicherer, transparenter und verlässlicher zu gestalten. Und zwar, dass es sicherer und transparenter ist, sowohl für die Investoren selbst, weil sie wissen dann konkret an dem Standort, den wir da jetzt uns ausgeguckt haben, da sind eben die Dinge auch wirklich möglich, die wir umsetzen wollen. Für das Land selbst, weil das Land kann dann industriepolitisch etwas besser planen und organisieren, aber letztlich natürlich auch für uns Bürger, weil wir wissen, wenn da was angesiedelt wird, dann hat es Hand und Fuß, dann funktioniert es dort auch und dann müssen wir nicht unbedingt damit rechnen, dass unsere Steuergelder in Form von Fördermitteln dann doch am Ende wieder ausgegeben worden sind und vielleicht doch nicht zum Tragen kommen. Wir haben das extra auch begrenzt. Das ist natürlich nicht ein Antrag, der sich jetzt auf jede kleinste Investition bezieht. Wir haben mal gesagt, ab 50 Millionen Euro Investitionssumme sollte man hier ansetzen. Also es sollten schon etwas größere oder Großinvestitionen sein. Und um eben diese Zielsetzungen zu erreichen, die ich eben angesprochen habe, also Verlässlichkeit und Transparenz im Vorfeld abzuprüfen, sehen Sie, das werde ich jetzt nicht im Einzelnen alles vorstellen, da können Sie gerne Nachfragen stellen, haben wir hier 11 verschiedene konkrete Kriterien aufgeführt, die eben im Vorfeld abgeprüft werden sollen, damit eben zum Beispiel abgeklärt wird, sind die Flächen für die Ansiedlung geeignet? Ist die Wasserversorgung oder die Abwasserentsorgung sichergestellt, die Energieversorgung sichergestellt? Sind drumherum weitere Gewerbeflächen für Zulieferer noch vorhanden? Wie ist es mit der Wohnbebauung, mit Wohnflächen? Wie ist es mit der sozialen Infrastruktur? Wie ist es mit der verkehrlichen Anschließung? Also das sind alles Punkte, die im Vorfeld abgefragt werden sollen, zumindest in einer Grobprüfung, damit eben im Nachgang nicht wieder, ich sage jetzt mal, das eine oder andere doch etwas schwerwiegendere Problem auftritt. Das wäre also der erste Komplex zum Thema Entschließungsantrag. Dann hatte ich einleitend ja schon gesagt, warum wir oder wie wir zu dem Thema gekommen sind. Wir sind über die Ansiedlung von Tesla zu diesem Thema gekommen, weil Sie haben das ja auch begleitet medial, da ja vielfältige Probleme aufgetreten sind. Ich greife jetzt mal von den 169 Fragen, die wir gestellt haben, nicht alle im Detail auf, weil es sind auch viel detaillierte Fragen, sondern zwei ganz wichtige Themen. Das Thema Wasser und Abwasser haben Sie auch nachvollzogen in den letzten Monaten, ist ja eigentlich ein Thema, was immer noch nicht gelöst ist. Wir haben in der großen Anfrage vielfältige Fragen dazu gestellt, zum Beispiel auch, wie man denn eine Fabrik genehmigen kann, wenn die Wasserversorgung mittel- bis langfristig absolut nicht abgesichert ist. Der Wasserverband Strausberg-Erkner, also WSE, als kommunaler Versorger, hat ja dann nach langen Verhandlungen dargestellt, naja, also die jetzige erste Ausbaustufe für Tesla, die kriegen wir irgendwie organisiert, nachdem Tesla selbst, ich glaube, seinen Wasserbedarf ungefähr auf die Hälfte reduziert hat, den sie ursprünglich in ihren Antragsunterlagen drin hatten. Wir haben dann also nachgefragt in der großen Anfrage, wie sieht denn die Landesregierung das, wenn weitere Dinge kommen, weil es ist ja öffentlich publiziert worden und auch von der Landesregierung dargelegt worden, auch von Herrn Woidke, dass eine zweite, dritte, vierte Ausbaustufe von Tesla kommen soll, die natürlich weiteren Wasserbedarf nach sich zieht. Jeder weiß, und das ist ja auch jetzt schon der Fall, dass natürlich ein großes Automobilwerk auch zusätzliche Zulieferbetriebe braucht. Die brauchen auch Wasser. Und sogar der Landkreis Oder-Spree hat in seiner sehr konservativen Schätzung gesagt, allein auf dem Gebiet des Landkreises Oder-Spree, also in der Region direkt um Grünheide herum, erwarten sie mindestens 10.000 zusätzliche Einwohner durch Corona. Das wären also diejenigen Mitarbeiter mit ihren Familien, die dahin ziehen. Und auch die brauchen Wasser. Und der letzte Punkt ist natürlich die angekündigte Batteriefabrik, die weltgrößte angeblich. Auch die braucht Wasser. Und die Landesregierung zieht sich leider aus unserer Sicht, aus meiner Sicht auch verantwortungslos darauf zurück und sagt, na, uns liegt nur der erste Antrag vor. Alle anderen Sachen können wir nicht beurteilen. Das ist für mich so ein bisschen Scheuklappen aufsetzen. Und das gesetzliche Gebot der Trinkwasserversorgung, die jederzeit für uns als Menschen, als Bürger sichergestellt werden muss, nach hinten zu schieben und zu sagen, naja, schauen wir mal, irgendwie finden wir dann Lösungen. Aber auch genau diese Lösungen funktionieren nicht, weil da gibt es ja eine Arbeitsgruppe im Umweltministerium, die dann auf unseren Druck hin im Juli letzten Jahres eingesetzt wurde. Die haben dann gesagt, naja, wir machen interkommunale Kooperation, aber alle anderen Wasserverbände, ob das Fürstenwaldes, Eisenhüttenstadt, Neuhardenberg ist, die haben alle gesagt, nee, also wir geben kein Wasser ab, wir haben keine Ressourcen und dann wird auch keine Fernleitung gebaut. Sprich, es gibt immer noch keine Lösung und wir halten das einfach für ein verantwortungsloses Handeln der Landesregierung, weil hier muss man
langfristig planen und schauen, wie ist das möglich, wie versorgen wir unsere Bürger, wie versorgen wir die industrielle Ansiedlung und können nicht die Augen zumachen und sagen, das wissen wir nicht. Und auch nicht das, was wir sonst auch gerne als Antwort bekommen haben, das hatte Herr Vogel ja auch öfter schon mal geantwortet in der mündlichen Fragestunde im Landtag. Wir sind gar nicht zuständig für die Wasserversorgung, das müssen die kommunalen Zweckverbände organisieren. Das stimmt aber so nicht, weil das Land ist natürlich für eine Gesamtwasserstrategie des Landes, für eine Risikoabschätzung, für einen Ausgleich zwischen den einzelnen Regionen im Land zuständig und kann nicht darauf verweisen, dass es sagt, naja, die einzelnen Wasserverbände sollen mal ihr Wasser machen und sollen mal ihre Genehmigung beantragen, weil die können sie dann nämlich gar nicht mehr beantragen, beziehungsweise der WSE hat erhöhte Fördergenehmigung beantragt und bekommt sie nicht genehmigt. Ein weiterer Punkt, der auch ein Knackpunkt ist, der in unserer großen Anfrage jetzt nur am Rande noch bearbeitet wird, weil wir ja vorher schon viele kleine Anfragen zu dem Thema gestellt haben, ist die Verkehrsthematik, also der Verkehrskollaps, der letztlich ja doch offensichtlich nach allen Fachleuten zu erwarten ist mit der Eröffnung der Fabrik, weil es ist für jeden ja leicht nachvollziehbar, dass man die verkehrlichen Anforderungen, die so eine Fabrik nach sich zieht, ob das jetzt Autobahnausfahrten, zusätzliche Straßenverbreiterungen, ein größerer oder umverlegter Bahnhof oder andere Dinge sind, nicht von heute auf morgen realisieren kann, sondern da müssen ja erstmal Planungen in die Wege geleitet werden, müssen Abstimmungen geführt werden, zum Teil mit der Deutschen Bahn, wenn es um die Gleise und den Bahnhof geht, müssen die Finanzierungen festgelegt werden und alle Fachleute sagen, vor 2025 werden wir das nicht haben. Und da ist natürlich nach wie vor das Problem, und da sind wir wieder bei der Checkliste, dass man sich eben vor der Ansiedlung, vor der Zusage an die Firma Tesla seitens der Landesregierung eben offensichtlich nicht wirklich Gedanken gemacht hat, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn zum Beispiel zum Dreischichtsystem die Mitarbeiter wirklich auch ankommen, wenn der Verkehrsinfarkt in der Region, insbesondere in Erkner, jetzt schon gegeben ist? Wie soll die logistische Versorgung der Fabrik funktionieren mit LKWs oder Zügen, wenn das von der Infrastruktur her gar nicht geleistet werden kann, wenn die Fabrik wirklich wie geplant Ende Juli oder im August diesen Jahres eröffnet. Ich will das hier erstmal beenden und freue mich auf Ihre Fragen, weil es gibt natürlich bei 169 Fragen noch eine Vielzahl von anderen Themen und Fragestellungen. Ich habe jetzt nur die wichtigsten Knackpunkte versucht herauszugreifen. Dankeschön erstmal. Ihre Fragen, bitteschön. Ich hätte mehrere Fragen über Slido, die sich nicht auf den Antrag beziehen. Gibt es Fragen zu dem Antrag? Ich meine, eine große Anfrage hat ja doch immer eine thematische Breite, die vielleicht auch entsprechende Würdigung in der Landtagsdebatte erfährt und deswegen von uns auch hier vorgestellt wird. Gibt es dazu zunächst Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zu den sonstigen Slido-Fragen. Bitte schön. Der Kollege Michael Sauerbier fragt über Slido. Ministerpräsident Dr. Woidke will unabhängig von der Inzidenz, die bei über 60 verharrt, am 1. März die Gartencenter öffnen, im Laufe des März auch alle Läden. Was halten Sie davon? Und die Kollegin Lisa Steger fragt auch an die Freien Wähler die Fragen, wie stehen Sie zu den diskutierten Lockerungen? Wie bewerten Sie den Neustart im Wechselunterricht? Lassen Sie meine Überraschung darüber zum Ausdruck bringen, dass als wir vor zwei Wochen hier einen 3-Stufen-Lockerungsplan vorgestellt haben, dieser nicht so auf mediales Interesse stieß, wenn ich das mal höflich formulieren darf. Insofern ist es wohlwollend meinerseits zur Kenntnis genommen, dass jetzt diese Themen diskutiert werden. Ebenfalls nehme ich interessiert zur Kenntnis, dass während vor zwei Wochen ein Lockerungs- und Stufenplan noch als Teufelszeug seitens der Landesregierung, insbesondere der CDU-Fraktion, abgetan wurde, sich dieselben Personen nur eine oder jetzt zwei Wochen später ebenfalls mit Lockerungs- und Stufenplänen in die Presse begeben. Der qualitative Unterschied besteht darin, dass die das tun, ohne konkrete Werte zu nennen, sondern sie nennen Tage, sie nennen Daten, stellen aber keinen Bezug zum Infektionsgeschehen her, zumindest bestimmte Protagonisten, die sich entsprechend geäußert haben. Und deswegen fühlen wir uns darin bestätigt, wenn auch mit einem kleinen Bauchkrummeln, wenn ich das hier anmerken darf. Denn es ist natürlich so, dass die Bürger von uns eine Perspektive und einen Plan erwarten, der darin besteht, deutlich zu machen, unter welchen Bedingungen was wann geöffnet wird. Und dazu braucht es einen Stufenplan, inhaltlich, an Zahlen orientiert, an mehreren Faktoren orientiert. Wir hatten hierzu in der Sondersitzung entsprechend einen Antrag eingebracht, der keine Mehrheit fand und auch sonst sehr kritisiert wurde. Und insofern, glaube ich, ist es sinnvoller, es an Zahlen festzumachen. Und dann können wir gerne mit diesen Öffnungen mitgehen.
möchte darauf hinweisen, dass wir gerade Parks und Gärten, gut, das ist jetzt Gartencenter was anderes, hatten wir im November auch gefordert. Da war bei der Inzidenz von 80 das unverantwortbar, die zu öffnen. Jetzt bei der Inzidenz von 79 letzte Woche ist es das Größte und eine Selbstverständlichkeit der Welt, das zu tun. Also insofern gibt es hier eine Inkonsequenz und es wäre schön, wenn das, was zu Beginn der Corona-Krise gesagt wurde, sich hier nicht parteipolitisch profiliert, sondern sinnvolle Vorschläge aufgreift. Und das ist so ein bisschen irritierend und das ist auch das, was die Leute frustriert. Das wollen wir nicht und insofern nehmen wir das zur Kenntnis und weisen darauf hin, dass man das durch einen vernünftigen, abgestuften Stufenplan schon längst hätte haben können. Bitte schön. Warum verweigern Sie sich dem Antrag, Frauen in der Corona-Pandemie jetzt unterstützen und stärken? Also eine Verweigerung ist jetzt vielleicht etwa eine sehr dramatische Zusammenfassung. Wir sind einfach nicht mit Einreicher dieses Antrages. Und das ist einfach darin begründet, dass, und das ist unser Hauptkritikpunkt, wir werden uns enthalten, insofern ist es keine Verweigerung, sondern wir haben hohen Respekt vor dem Landesverfassungsgericht. Und wenn dort ein Punkt enthalten ist, was kann man tun, um eine Parität doch durchzusetzen, auf rechtlichem Wege, dass nachdem es eine einstimmige Entscheidung des Landesverfassungsgerichts gegeben hat, dass das eben so auf diesem politischen verpflichtenden Wege nicht geht, dann ist es für uns unter staatsorganisatorischen und verfassungstreue Gesichtspunkten nicht hinnehmbar, einen Antrag einzubringen, der im Endeffekt das Verfassungsgericht hier maßregeln soll. Dass das politisch erstrebenswert und anstrebenswert ist, keine Frage. Und diese Aufgabe stellen wir uns auch in der Aufstellung von Kandidatenlisten, kommunal wie auch überregional. Aber einen Antrag einzubringen, der im Endeffekt juristisch das Verfassungsgericht tadeln will und das nach aushebeln will und das nach wenigen Monaten, halten wir aus Verfassungsgesichtspunkten einfach für nicht opportun. Und das ist der Grund und das ist keine Verweigerung, sondern eine sehr, ich sag mal, tragfähige Begründung, wenn ich das so sagen darf. Weitere Fragen? Frau Steger fragt nochmal nach dem Wechselunterricht an den Schulen. Ja, auch hierzu. Ja, bitte um Entschuldigung. Auch hierzu hatten wir mehrfach Ausführungen gemacht, im Januar, im Februar auch in den Sondersitzungen, auch im Antrag, dass wir den Wechselunterricht unterstützen, da wo er organisiert werden kann und auch dafür werben, dass der, da haben wir schon immer gesagt in der Vergangenheit, dass er so schnell wie möglich auch eingerichtet wird. Abschlussklassen, wie gesagt, waren ja bisher schon und dann beginnend mit den unteren Klassen, also erste bis vierte Klasse. Insofern sind wir da, wobei es bei dem natürlich noch ein Ticken schwieriger ist, aber es wird ja auch praktiziert jetzt schon. Und insofern begrüßen wir jeden Schritt, der in diesem Bereich die Bildungschancen wiederherstellt oder besser darstellt. Aber ich erlaube mir die Anmerkung, auch das ist nicht neu und unsererseits schon seit geraumer Zeit auch gefordert und betont worden. Und wir finden das gut, wenn Ideen und Vorschläge auch umgesetzt werden, aufgegriffen werden und fänden es aber noch besser, wenn dann, wenn die Vorschläge kommen, sie nicht als das völlig Exotisches gebrandmarkt werden, während die dann ein, zwei Wochen später zur Selbstverständlichkeit werden. Dann auch das gehört zur sachlichen Auseinandersetzung mit der Corona-Krise, dass man die Bürger nicht damit frustriert, aus parteipolitischen Gründen Dinge erstmal zwei Wochen auf Abstellgleis zu schieben und dann wieder vorzuziehen, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. Und diese Kritik muss an die Koalition gerichtet sein. So, letzte Frage, bitteschön. Genau, vielleicht können Sie für uns noch mal kurz abgleichen den Ihren vor zwei Wochen vorgestellten Stufenplan. Was wäre jetzt, was sind sinnvolle Werte, an denen man sich da orientieren kann oder sollte? Na gut, wir hatten ja den Stufenplan vorgestellt mit 35, 65, 100er Stufe, der entgegen allen Unkenrufen ungefähr den Mittelwert darstellte dessen, was auch andere Landesregierungen vorgelegt haben. Wir haben auch den R-Wert übrigens noch dazugefügt, mit 0,9. Insofern sind da schon die Kriterien gezogen. Man sollte jetzt darüber diskutieren, in der Tat, dass man auch die Impfquoten, also Impfquotenverteilung nochmal als Kriterium hinzufügt. Das haben wir seinerzeit nicht getan, weil wir es zunächst am Infektionsgeschehen festmachen wollten. Natürlich kann man jetzt mit fortschreitender Impfverdichtung, in Anführungsstrichen, diesen Aspekt auch hinzuziehen. Ansonsten stehen wir zu diesem Antrag, der ja übrigens, das möchte ich nochmal betonen, ein schnelleres Reagieren auch auf steigende Zahlen ermöglicht hätte, als die bisherige Regelung, immer auf eine Ministerpräsidentenkonferenz einmal im Monat zu warten, sondern alle ganz gebannt und ehrfürchtig auf die Mitteilung aus Berlin warten, was dann nochmal eine Woche später in Verordnung gegossen wird. Insofern glauben wir weiterhin, dass dieser Weg der richtige wäre. Dass Punkte davon jetzt umgesetzt werden, nehmen wir aber wohlwollend zur Kenntnis. So, meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Tag.